Moin moin und hallo, liebe Mystery Freaks. Es hat lange auf sich warten lassen, aber nun führen wir das Alphabet der Traumdeutung, Orte und Zeit weiter. Wir sind mittlerweile beim S angekommen und es gab viele Begrifflichkeiten, die unter diesen Buchstaben interessant sind. Ich habe 8 Stück davon erlesen, die wir uns näher anschauen wollen. Bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Zuhören! In solch turbulenten Zeiten wie diesen braucht man die Zeit zum Träumen, gegebenenfalls über seine Träume nachzudenken. Genau der richtige Zeitpunkt also, um unser Traumalphabet der Traumsymbole, Orte und Zeiten weiter voranzubringen. Bis hierhin sind wir schon beim S angelangt. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sind unter diesem Konsonant einige wichtige Begriffe für die Traumdeutung versammelt. Lasst uns also nicht lange um den heißen Brei herumreden. Auf geht's! Der Strand. Deutlich positiv kommt dieser Traumort daher. Der Strand ist ein Ort, an welchem wir im Schlaf Ruhe und Entspannung finden können. Er ist Projektionsfläche des Unterbewussten. Das Offensichtlichste ist hierbei der Wunsch nach Urlaub. Nach Entspannung, nach klimatisch freundlicheren Temperaturen. Aber Vorsicht! Der Strand ist im Bereich der Traumdeutung auch ein Ort, welcher schnell in ein anderes Szenario wechseln kann. Erinnern wir uns doch noch zum Beispiel an den Traumort Insel oder Urwald. Ein Wechsel in eine ganz andere Dynamik kann an diesem Ort schnell eintreten. Die Schule. Wo der vorherige Begriff eher positiv in den Traumbildern in Erscheinung tritt, ist die Schule ein Ort, welcher mit viel Stress im Verbund beschrieben wird. Konflikte mit Lehrern oder Schülern werden hier ebenfalls durchlebt, wie auch Prüfungssituationen. Hierbei kann die Handlung im Traum sehr bizarre Formen annehmen, obwohl sie in Realität nicht so dramatisch waren. Die Schule ist nämlich dafür bekannt, Rückblenden aus der Vergangenheit zutage zu fördern. Hier können auch Personen oder Situationen aufkommen, welche sich in der Schule nicht abgespielt haben, beziehungsweise erst viel später nach der Schule geschehen sind, wie welche zum Beispiel im Arbeitsleben. Man kann sich denken, dass es sehr auf den Träumer ankommt und dessen Erfahrungen. Eine Schule ist hierbei eine komplexere Weiterführung des Kindergartens. Auch kann die Schule außerhalb des Alltags in Erscheinung treten, als unnatürlicher Ort, welcher als verlassene Schule gleichzusetzen wie eine innerhalb der Sommerferien erlebt wird. Kommt die Schule als stiller Ort daher, reflektieren wir nicht allgemeine Situationen des Alltags in ihr, sondern eine Gefühlslage, welche sich hier im Traumort verbirgt. Wahrgenommene Objekte und auch Wetter und Licht verweisen auf genauere Sachverhalte. War für dich die Schule ein schöner Ort? Die Schleuse weist auf den Wunsch der Regulation hin. Betrefflich der Gefühle wünschen wir uns mehr Autonomie und Kontrolle über unsere schwankenden Emotionen. Aus diesem Wunsch, Gefühle zu kontrollieren, entwickelt sich auch das Bedürfnis, die Gedanken um die Gefühle für sich einordnen zu können. Da kann es schon mal turbulent werden. Gibt es Symbole oder Dinge an und um der Schleuse, welche uns einen Hinweis darauf geben, in welcher Art und Weise unsere Gefühle vielleicht außer Kontrolle geraten können? Stauen sich die Gefühle in einem an, oder muss man die Schleuse ein Stück weit mehr öffnen, um weitere Erkenntnis darüber zu erlangen? Der Schnee. Ähnlicher Bezug wie die Analyse über das Eis.
symbolisiert die zeitlose Phase im Leben, das Gefrieren von Wasser, das Bedecken von Weiß auf die Landschaft. Hier ist die Gefühlskälte von Bedeutung, die Geborgenheit, Situationen, welche unsere Gefühle und die anderer betreffen, vorerst beiseite zu legen. Das Weiß des Schnees symbolisiert die Unschuld, unterbewusst, wie der verdeckende Schnee die Konturen der Dinge verdeckt, sehen wir auch nicht die Ursprünge von Konflikten. Aber ist der Schnee nicht partout ein Traumbild des Verdrängens? Nein. Es bedeutet, sich eine neue Sicht auf Dinge anzueignen, wozu das Alte vorerst außen vorgelassen werden muss. In welch einer Landschaft befindest du dich beim Schneefall? Gibt es Anzeichen, welche Sichtweisen im Begriff sind, sich zu ändern? Die Sackgasse. Der Träumer hat sich in einer ausweglosen Situation gebracht. Ein sehr klassisches Traumbild. Das Unterbewusste macht uns darauf aufmerksam, umzukehren und Fehler, die auf Bezug der Situation entstanden, einzusehen und daraus zu lernen. Befolgen wir dies nicht, sondern widersetzen uns zum Beispiel mit Hilfe einer Leiter oder dass wir das Hindernis überspringen, zeigen wir uns uneinsichtig. Mitunter ist die Sackgasse auch Endpunkt einer Verfolgung. Da stellt sich die Frage, von was wir verfolgt werden. Wie lösen wir diese Situation auf? Das Schiff. Ein Anzeichen der Freiheit. Der Freiheit, der Ahnungslosigkeit. Das Schiff ist ein Traumbild des Aufbruchs. Setzen Segel in unbekannten Gewässern. Hier ist es interessant, den Charakter des Schiffes genauer zu erkennen. Dieser verweist nämlich auf unsere Art, vor bremslichen Situationen zu fliehen oder diesen zu begegnen. Lieber das Weite suchen. Wir distanzieren uns von den Gefühlen, wollen uns nicht damit befassen. Das Ziel, wenn es im Traum bekannt ist oder welches erreicht wird, gibt auch Aufschluss, was wir uns im Moment wünschen. Vielleicht erreichen wir eine unbekannte Insel, zum Beispiel. Der Sand ist das altertümliche Zeichen für Zeit. In Verbindung mit dem Sand wird uns unsere Sterblichkeit oder der nahestehender Personen bewusst. Der Sand ruft in dem Träumer Unruhe aus, stecken zu bleiben, nicht mehr ungehindert weiter zu können. Hierbei kann man zweierlei Sandarten und deren Vorkommen unterscheiden. In der Wüste ist der Sand eher bedrohlich und negativ belegt. Wir erinnern uns an nahestehende Personen, welche wir benötigen. Das Verhältnis scheint nicht abgeschlossen. Die Zeit, der Sand, ist allgegenwärtig und unkontrollierbar, wie die Zeit, die verstrichen ist. Befindet man sich am Strand oder in einer Kiesgrube, dann ist die Zeit auch hier der bestimmende Faktor. Doch ist er nicht unbedingt negativ konnotiert. Hier ist es auch möglich, auf Leute oder mit diesen Personen verbundene Erlebnisse anzutreffen, welche schon hinter uns liegen, welche wir aber nicht bereuen, sondern uns gerne zurückerinnern. Der Sand und dessen Art der Erscheinung ist vom Typ und von dem Gemütszustand des Träumers abhängig. Er zerrinnt uns in den Fingern, ist allgegenwärtig, aber unabwendbar. Bereuen wir die Vergangenheit oder schauen wir mit Wehmut auf sie? Die Schlucht. Ein Gefahrensymbol. Beim Entlanggehen oder sogar Hineintaumeln in eine Schlucht lauert unmittelbar eine Gefahr auf uns. Das Gefühl des Fallens wird hier oft im Zusammenhang erlebt. Der Träumer muss Acht geben, sich dem Spalt nicht zu sehr zu nähern oder hineingedrängt zu werden. Eine emotional aufgeladene Situation aus dem Alltag spiegelt sich wider. Sie wird als lebensbedrohlich verortet. Der Spalt stellt den Verlust an Kontrolle und Geborgenheit dar. Was uns nach dem Fall erwartet, wenn wir hineinstürzen, macht uns Sorgen.